Irgendjemand von Interesse hier? Nee. So viel dazu. Ach, schade. Wir sind die Würdigen. Sehe ich ja. Wie würdig du bist, Kollege. Bonk. Kann ich da jetzt einfach ne, kann ich noch nicht. Oh. Aber jetzt müsste das doch gehen, oder? Alles okay? Irgendwelche Fragen, abgesehen von... Nö, keine Fragen. Nach Gagarin haben wir für Irvins Fall getan, was wir konnten. Alter, wie gesagt, er liegt mir seit Ewigkeiten damit in den Ohren. Ich werde das mal als nächstes angehen. Oh. Das war keine Absicht. Und wir sollten ja, erstmal eigene Atmosphäre nutzen. Raus aus dem Laden, würde ich behaupten. Wenn das geht. Hoppala. Oh. Das ist noch ein Lager. Da wollte ich nicht hin. Es sah noch ein Ausgang aus. Da hat er sich geirrt. Moment. Das sieht nach Ausgang aus, okay. Gucken wir mal. Hasse das. Wenn das nicht aufgeht. Ah, also im Sinne von das, was fehlt. So nervig. Gut. Dann halt nicht. Kein Bock. So, ich hoffe, das ist der Ausgang hier. Raus aus dem Laden. Achso, ich wollte eigentlich scannen. Naja. Huch, hi.
Verdammt. Barrett! Wo ist der Kerl, wenn du ihn brauchst? Junge, Junge, Junge. Ah. Ist das ein Medischrank? Nee. Der. Okay, da wäre ich fast falsch abgebogen. So. Jetzt raus aus dem Laden hier. Aber hopp dich, flupp dich. So. Speichern, weil du weißt ja nie, was vor der Tür steht. Sternenblüter zum Beispiel. Oh, eine weitere Tür vor der Tür. Flop. Sehr gut. Dann geht es auf von Olympus nach Alpha Centauri zur Loge. Wenn uns das Spiel direkt das erlaubt. Wo ist sie? Da. Ist natürlich Nacht gerade. Aber wenn wir ankommen, ist das wahrscheinlich wieder was ganz anderes. Oh ja, wir können direkt fliegen. Ich trinke mal was in der Zeit. Wirkt auch immer überfüllter. Die Stadt wirkt überfüllter. Ich sehe die Massen hier überall, ne? Also, es ist ein echter Spaßvogel, der Barrett. Loge ist ein wunderbares Relikt, geprägt von Hoffnung, Mumm und Forschergeist. Bert, ich mag dich auch, aber bitte komm mir nicht so nah und brüll mir nicht so ins Ohr. Ich hoffe, Ihr Quartier ist zu Ihrer Zufriedenheit. Ist es nicht überwältigend, wie viel wir schon erreicht haben? Die Sternenblüter, die Visionen und die Musik. Ob es das alles wert ist? Matteo, hast du etwa eine Glaubenskrise? Du? Vielleicht haben die Sternenblüter recht. Was, wenn die Jagd nach den Artefakten nur in die Katastrophe führt? Kommen dir Zweifel? Wir wollen doch bloß antworten. Sind wir nicht darum hier? Wegen der hohen Suche nach Erkenntnis? Unglaublich, wie viel wir, also du, schon erreicht hast. langsam frage ich mich auch, ob das alles wert ist. Noelle hat recht, wir müssen weitermachen und an uns glauben. Warum so ernst? So viel Druck belastet uns nur. Ich bin lieber ernst, als mit einem Lachen zu kapitulieren. Tut mir leid. Ich will euch kein schlechtes Gewissen einreden. Ich bin bloß besorgt. Ich hoffe nur, dass wir am Ende dieser Reise immer noch wir selbst sind. Sorry für die Störung, aber ich habe eine Bitte. Ein Großteil der Technik des Auges ist über den Jordan gegangen. Soll das Auge noch weiter blicken, sind Verbesserungen nötig. Sarah und Walter haben die nötigen Teile besorgt. Aber ich brauche helfende Hände. Die Kolonne marschiert zu früh. Du hast mit deiner jetzigen Begleitperson noch zu tun. Spitz mein Ohr, wenn du fertig bist. Du hast mich doch angequatscht, Mann. Du absolvierst gerade eine persönliche Quest eines Begleiters. Die musst du erst abschließen, um fortfahren zu können. Er quatscht mich schief von der Seite an? So unter dem Motto, ja, hier, ich brauch dich und dann sowas.
Von Angesicht zu Angesicht? Ist eine Weile her. Warum? Ach, ich weiß nur einfach nicht, wie er das macht. Solange da... Barrett wollte... Garrison, sag ich schon, nach Gagarin, ne? Der wollte nach Gagarin. Wegen seinem Kumpel. Na, dann machen wir doch mal seine persönliche Quest. Sonst kommen wir in der Hauptstory nicht weiter. Wo war Gagarin? Verdammt. Ach, hier, na klar. Im selben System. Neue Daten. Wie neue Daten? Ihr habt doch schon alles gescannt. Logbuch. Vertragsbruch. Irvins. Genau, das ist das. Junge, Junge, die Leute, ne? Ich brauche deine Hilfe, was quatschst du mich an? Der ganze Planet riecht komisch. Nach Chemikalien und Rauch. Ich finde, hier riecht es eher nach Meth, aber ist okay. Wie sieht's denn aus? Ich dachte gerade, dass es hier um das geht, was Irvin vor all den Jahren bei seiner Ankunft sah. Vermutlich stand er hier und dachte, dass er die Lage verbessert. Er hatte ein gutes Herz. Was machen wir jetzt? Dieser Anblick erfüllt einen nicht gerade mit Hoffnung. Damals sah es hier vermutlich anders aus. Wir machen das schon. Du erinnerst mich manchmal an ihn. Du kämpfst auch für das Richtige. Und als du es laut gesagt hast, weißt du, ich glaube, wir schaffen das wirklich. Hoffentlich sagt die Anwältin das auch. Ja, nicht gleich den Sand in den Kopf stecken, oder wie es so schön heißt, ne? Ja, lass uns mal mit der Anwältin reden. Gut. Sie möchte uns nach unserer Ankunft in ihrem Büro sprechen. Hoffentlich weiß sie, was wir tun müssen, um Irvins Namen reinzuwaschen. Aber bleiben wir zusammen. Gagarin ist zwar nicht groß, aber verirren würde ich mich dort trotzdem lieber nicht. Du meinst mich? Ist okay. Hui! Oh. Punk. So, hier ist das Büro. Die Kamera ist übrigens absichtlich gerade noch aus. Wegen Gesprächen und so. Das war jetzt unhöflich. Sieh mal einer an. Barrett, du bist tatsächlich hier. Erstaunlich. Ellie, ach komm. Ich hab's dir doch versprochen, oder nicht? Jeder verspricht ständig irgendwas, Barrett. Und Gagarin ist nicht gerade ein beliebtes Ausflugsziel. Aber freut mich, dass du hier bist. Auf uns wartet viel Arbeit. Stimmt's? Oi, noch mehr Arbeit. Freue ich mich ja. Gagarin ist kein beliebtes Ausflugsziel. Das verstehe ich jetzt überhaupt nicht. Das hier ist kein Urlaubsort. Diese Stadt gehört den Mining-Firmen. Man kommt nur hierher, wenn man es muss. Und bleibt nur, wenn es unbedingt nötig ist. Außer man ist eine engagierte, optimistische Anwältin, die ehrlich versucht, die Welt zu verbessern. Stimmt's, Ellie? Nett von dir, Barrett. Ja, ich schätze, solche Leute gibt es hier auch. Ja, gab's bereits Fälle wie diesen? Nicht ganz, aber vergleichbare. Eine Firma braucht einen Sündenbock für ihr Verbrechen, also beschuldigt sie jemanden ohne Einfluss. Mit anderen Worten, typisch Gagarin. Wohl wahr. Und du warst damals auch für Irvins Fall zuständig?
Ja, das war mein erster Fall als engagierte, optimistische Anwältin. Die Karriere mit einer Niederlage beginnen, das ist hart. Ja, war es. Aber es hat mich gleichzeitig motiviert. Und dann lass uns mal über den Fall reden. Gleich zur Sache. Perfekt. Was weißt du schon alles? Wir wissen, dass Irwin für die Hephaestus Mining Company gearbeitet hat. Und diese ihm die katastrophalen wirtschaftlichen und ökologischen Probleme auf Gagarin anlastete. Ja, er hat verloren, weil er sich nicht verteidigt hat und wir ohne ihn quasi keine Beweismittel hatten. Wir müssen Irwins Namen reinwaschen. Warum hat Irwin sich nicht verteidigt? Gute Frage. Er hat damals eine Vorladung vor Gericht erhalten. Einen Tag nach seiner Beerdigung. Dank der leidigen Realität interplanetarer Gerichtskommuniqués. Und wie ist das Urteil ausgefallen? Sie haben ihn für die Wirtschaftskrise verantwortlich gemacht und seine Konten beschlagnahmt. Sein Konto auf Gagarin, um genau zu sein. Die Summe entsprach jener, die er damals für den Job erhielt. Stimmt. Wenn er nicht gestorben wäre, hätten sie auch sein Vermögen in anderen Siedlungen beschlagnahmt. Okay, und was können wir tun, um seinen Namen reinzuwaschen? Wir können den Fall einem Richter vorlegen, wenn wir neue Beweise oder einen Zeugen haben. Und die Beweise, die wir schon haben? Das reicht einfach nicht. Nichts von dem, was wir gefunden haben, ist gut genug? Für sich genommen nicht. Es sind nur Indizien, die allenfalls unsere Forderung untermauern. Was passiert, wenn wir vor Gericht den Fall mit Beweismaterialien vorlegen? Im besten Fall rehabilitieren wir ihn und erhalten sein Vermögen zurück. Plus Entschädigung. Tja, da müssen wir mehr... Da. 3, 2, 1. Wir müssen dann halt mehr Beweise finden. Ich hätte gerne hieb- und stichfeste Beweise zum Motiv, bevor ich den Fall einem Richter vorlege. Warum müssen wir denn ein Motiv nachweisen? Das Gericht wird eine Urteilsanfechtung nur zulassen, wenn beim ursprünglichen Fall definitiv etwas Wichtiges übersehen wurde. Was war denn beim ersten Prozess das Motiv? Als unser Zeuge seine Aussage zurückzog, fehlte uns ein festes Motiv. Tja, aktuell haben wir nicht genug. Das hat übrigens nicht unsere Frage beantwortet, aber okay. Wir brauchen etwas Großes. Unterlagen, Aufzeichnungen, Zeugen, irgendwas. Wo sollen wir so etwas nach all der Zeit noch finden? Ich habe seit dem Fall damals viel darüber nachgedacht. Die Mine, in der Irwin war, wurde 2309 geschlossen. Sie haben vermutlich noch Dokumente dazu, was genau damals mit ihm passiert ist. Ja, würden die nicht belastende Unterlagen und Beweise halt vernichten? Nicht unbedingt. Für Hephaestus könnte es billiger sein, zu fliehen und alles zurückzulassen. Barrett, weißt du, wo er gearbeitet hat? Nicht direkt. Ich weiß nur, dass es irgendwo auf Gagarin eine Hephaestus-Mine von vor 20 Jahren gibt. Ich kann nicht jahrzehntelang warten, bis du alle durchsucht hast. Also musst du es eingrenzen. Tja, hast du eine Idee? Da kommst du ins Spiel. Ich weiß nicht genau, in welcher Mine er damals gearbeitet hat. Theoretisch findet man diese Informationen in einem Gießereiterminal, wenn man reinkommt. Das Problem ist, an die Zugangsdaten zu kommen. Neben der Gießerei könnten wir auch in Irwins Wohnung fündig werden. Wenn er von der Intrige gegen ihn wusste, könnte er Dokumente aufbewahrt haben. Ich finde das unheimlich interessant, ironisch, sarkastisch ausgedrückt. Ja, Barrett, weißt du was? Nee, keine Ahnung, nicht so genau, fragst du die Anwältin. Ja, sag mal, Barrett, da kommst du jetzt ins Spiel. Was weißt du? Nun,
Die Zugangscodes fallen ständig aus irgendwelchen Taschen. Lass uns erstmal die Wohnung durchsuchen. Ja, gute Idee. Du hast die alte Wohnung die ganze Zeit über behalten, Barrett? Ach, reine Bequemlichkeit. Bei der Konjunkturlage ist sie auch sowieso nicht viel wert. Ich hoffe, du hast den Schlüssel. Habe ich. Ich dachte mir, ich kann die Wohnung verkaufen. Wenn wir schon hier sind. Hoffentlich reicht das für den Anfang mal. So, und jetzt muss ich ein paar Gerichtsunterlagen für diesen Fall vorbereiten. Ich müsste den Schlüssel zu Irvins Wohnung noch haben. Ich hoffe, das ist keine Zeitverschwendung. Irvins Apartment ist ganz in der Nähe. Viel wird es da nicht geben, aber nachsehen schadet nicht. Jo, dann gucken wir nochmal. Eieieiei. Schade. Und deswegen verstehen wir uns so gut. Was? Willst du mich verarschen? Sag mal, ich pack mich auf die Schnauze. Deswegen, weil du so ein Vollidiot bist, verstehen wir uns so gut. Hä? Ich glaub's. Hast du was zur frühen Geschichte der Raumfahrt gelesen? Nein. So politisch. Bist du ein Schiff? Und so vertraut. Warum bringt niemand die Max zurück? Der Stadt ging es gut, bevor Freestar sie verboten hat. Wir sollen den Canyon nicht verlassen. So gefährlich. Dann gehen wir mal hier lang. Oh, nee. Echt, weißt du? Packst dich aufs Maul? Und deswegen kommen wir so gut miteinander klar. Ich will New Atlantis versetzen lassen. Besseres Geld und Klima. Nur leider wollen da auch andere hin. Das ist sie. Irvins alte Wohnung. Hier. Der Schlüssel. Wo ist er denn? Barrett? Nach dir, Captain. Barrett? Wo bist du? Hat er mir den Schlüssel jetzt einfach hochgeschmissen oder was? Deshalb also wollte er, dass ich seine Pflanzen gieße. Oh. Keine Fenster? Zu wenig Strom für gute Lampen? Oh, bestimmt ging es nicht. Mal Dichtmittel brauche ich jetzt nicht mehr. Ob dann man das noch essen kann? Ich bezweifle das. Ein paar Credits. Oh. Moment. Das könnte wichtig sein. Analgetikum. Nein, nicht wichtig. Nun. Achso, das ist, Hast du was gefunden, was beim Fall hilft? Nee, gerade nicht. Moment. Was ist mit dem Tresor? Ja, guck mal gleich. Das Terminal verriegelt. Igitt. Ja. Was hat er in 20 Jahren hat er hier nicht vorbeigeguckt? Hat er drei Toaster? Hat er hier nicht reingeschaut, weißt du? Falls du je an Irvins Genie gezweifelt hast, sieh dir all diese Dinge an, die nach 20 Jahren noch funktionieren. Was das denn? Xenokaktus. Warte. Ist das etwa, was ich denke? Keine Ahnung. Sag du es mir. Erinnerung. Kauf der Wohnung abschließen. Jahrestagsgeschenk an Barrett schicken. Treffen mit neuen Kollegen und Kolleginnen in der Bar. Private Nachrichten. Dein Arbeitsvertrag. Du wirst in Kürze in eine Mine. Gießerei Zugangscode erhalten. Terminzuweisung wird. Okay. Antrag im Rathaus eingereicht. Antragsnummer? Okay. Und diese Wohnung ist so schäbig, ne? Willkommen im Team, wir müssen reden. Es geht um den Job. Wenn du kannst, melde dich bei mir, Helgi. Ähm.
Alpha Predator. Nahe der Zukunft die Nidus Corp ausrotten. Es handelt sich um eine hochintelligente Alpha Predator. Also Viecher haben die Mine überfallen, deswegen haben sie das Ding wahrscheinlich auch zugemacht, genau. Ich erinnere mich. Ich vermisse dich. Okay. Safe entriegeln. Lehrling, hacken. Von hier aus? Okay. Jetzt sag mir nicht. Ich sowas hasse, ne? Wie gesagt, das, ich mag dieses Minispiel generell. Das ist ganz, ist mal was anderes und es ist nicht zu schwierig. Aber es ist teilweise echt nervig, wenn das einfach nicht 100% aufgeht und dir da so einen abbrichst. Safe entriegelt, ne? Genau. Im Rathaus kriegen wir bestimmt eine Kopie der Jagdlizenz. Was? Ist das Irvins Arbeitsvertrag? Lass mich mal sehen. Keine Ahnung, wo Mine H363 ist. Aber wir könnten in der Minendatenbank nachsehen. Jo, können wir machen. Na gut. Das wären also der Arbeitsvertrag und die Jagdlizenz aus dem Rathaus. Damit können wir arbeiten. Jo, Ellie sagt, das reicht noch nicht. Und als Anwältin hat sie vermutlich recht. Die Beweislast wiegt sehr viel schwerer als ein Meteorit. Ach, Irvins alten Kram zu durchwühlen, hat sich seltsam angefühlt. Ich hatte mir alte Bilder erhofft, aber nichts. Was hast du da? Ist das eine Pflanze? Genau, hat irgendwas gesagt, was das Ding ist? Nein, aber ich habe Slates gefunden, die sich ihr widmen. Und seine Erinnerung an mich, einen Artikel fertigzustellen. Ja, aber nicht für diesen Fall. Sondern dafür, dass Irvin Mardani auch eine empfindsame Seite hatte. Der Beweis ist diese Pflanze. Unterstützt von einer autarken Lebensraumschale. Entwickelt oder verändert. Irvin hat mit vielen extremophilen Pflanzen experimentiert. Vielleicht hat er die perfekte Pflanze für sein dunkles Loch erzeugt. Ich werde mir Irvins Unterlagen später genauer ansehen. Irgendwo gibt es bestimmt eine Datei zu diesem kleinen Kerl. Oh, wir sollten ihm einen Namen geben. Er sollte schlicht, aber auch gewählt klingen. Wie findest du Harvey? Harvey? Warum? Nenn sie es willst. Ja, ist okay. Dann ist es einstimmig. Okay, dann sollten wir drei weitermachen. Harvey, du und ich. Haben einen Fall zu lösen. Eine Pflanze namens Harvey, ich verstehe. Nicht Harvey. So, wollen wir es nochmal packen? Findet Barrett doch mal so lustig. Stabile Jobs sind hier selten. Natürlich gibt's keine. Be-
Beschwerde einreichen, Anträge, Abbau, Bewerbungsstatus, Urbans Antrags-ID. Okay, das ist das, was wir brauchen. Oh, die Nase kribbelt. Moment. Beschwerde einreichen. Gucken wir doch mal. Beschwerdepostfach ist voll. Rathaus hat schon bessere Zeiten gesehen. Hoffentlich funktioniert der Zugangscomputer. Ja, hat er doch. Ich kann ja mal die Kamera wieder mal anmachen hier. Na toll. Das Beschwerdepostfach ist voll. Ich habe mich bei Arknight und Reliant beworben. Wie so viele andere. Aber ich glaube, ich. Kanzlei. Achso, Ah, wieder da. Und? Was habt ihr gefunden? Wir haben's aus dem Rathaus. Also ist alles echt und offiziell. Aha. So etwas ist gut für das Narrativ unseres Falls. Aber wir brauchen mehr Beweise, um vor Gericht gehen zu können. Wir sind dran, Ellie. Keine Sorge. Tja, das klingt doch gut. Okay, das nenne ich eine Spur. Na, dann würde ich sagen, macht weiter, wenn ihr einen guten Lauf habt. Reden können wir später. Harvey ist sicher durstig. Dafür muss man kein Botaniker sein. 20 Jahre ohne einen Drink sind eine lange Zeit. Hä? Also, das Questziel hat mich hier hingeführt, also... Gut, ich meine, wir haben noch ein zweites. So. Verlaufen? Einfacher Trick. Auf Stegen immer rechts abbiegen und du kommst irgendwann ans Ziel. Oder bitte was? Was links? Was mit deinem Bein? Es werden jetzt alle momentan... okay. Was? Mein Konto? Konto Administrator. Datenbankdurchsuchung. Filter, Minen. Unternehmen Hephaistos. Ja, okay. Status inaktiv. Alle Ergebnisse anzeigen. Mine H363. Koordinaten. Was passiert, wenn ich mein Konto benutze? Meine Aufträge anzeigen. Was? Wieso? Ich meine, gut, aber warum? Vorfall melden. Ach klar, wir sind doch meiner ursprünglich. Na klar. Aber wieso komme ich einfach so in Administratorkonto? Ist ja auch lustig. Bewirb dich jetzt. Miner Allrounder. Maschinenbauer, Geologe. Keine offenen Stellen. Maschinenbauer, keine offenen Stellen. Keine offenen Stellen, okay. Stimmt, wir haben für den Laden ja mal gearbeitet. Bist du neu? Ich habe dich noch nie gesehen. Hast du dich verirrt oder wartest du? Willst du mir was verkaufen oder so? Kein Interesse, sorry. Achso. Ich verstehe. Die Wanderung noch machen?
Weiß nicht. Wäre das schlecht? Ist eine Wanderung. Wir kommen aus der Stadt raus. Die Koordinaten sehen gut aus. Genau das hat Irwin damals wahrscheinlich auch gedacht. Wollen wir einfach zu Lizzys gehen? Ist nur ein Job. Wenigstens wissen wir, wo wir noch suchen müssen. Mal sehen, in welchem Zustand die Mine ist. Vielleicht haben sie sie einstürzen lassen. Aber das wissen wir erst, wenn wir da sind. Falls das so ist, müssen wir uns einfach was ausdenken.